Einen wunderschönen wünsche ich euch und herzlich willkommen zurück zu Testament des Sherlock Holmes. So, wir stehen mit Watson. Das ist der Schuppen der russischen Brüder. Das Schloss sieht ziemlich stabil aus. Ich muss mir Informationen beschaffen. Okay. Informationen beschaffen. Dann denke ich mal, muss ich in den... Ich kann hören, wie Flaschen geöffnet werden. Die drei Brüder unterhalten sich lebhaft auf Russisch. Sie scheinen sich betrinken zu wollen. Perfekt. Ob ich da hier drinne Glück hab? Mal gucken. So, Watson. Guck mal hier. Was? Ah, hier muss Wasser sein. Der Ofen überhitzt, weil das Feuer nicht gelöscht wurde. Ich sollte mich schnell darum kümmern. Schweineschmalz. Wollten Sie das wirklich essen? Ein großer, trockener Lumpen. Ein Schlüssel. Ein Schlüssel. Wo kriege ich denn jetzt Wasser her? Zu heiß. Ich würde mir die Hand verbrennen. Oh, das wurde aber auch Zeit. Schweineschmalz. Warum muss ich das jetzt machen? Rein. Abgeschlossen. Ja, du hast einen Schlüssel in der Hand. Ich muss mir... Da muss ich Informationen beschaffen. Oh. Oh. Dieser Wohnwagen gehört Aleko. Okay. Wir was, was Holmes übersehen hat? Nö. Nö. Ah. Okay. Eine hübsche Matroschka. Mal sehen, ob sich etwas darin befindet. Ein Schlüssel. Schlüssel. Einer der Brüder scheint leidenschaftlich gerne Holzarbeiten zu schnitzen, wenn er nicht gerade Bomben baut, natürlich. Eine verzierte Spielzeugtruhe. Der Name lässt darauf schließen, dass sie einem gewissen Alexei gehört. Sie ist verschlossen. Warte, ich hab doch hier einen Schlüssel. Ein Beutel mit Murmeln. Der Zeiger einer Uhr. Diese Anarchisten sind wirklich merkwürdige Handwerker. Brief auf Russisch. Okay. Ein kyrillischer Brief mit einem merkwürdigen Symbol. Was? Schöne Kreisel. Warte mal, dieser Brief. Das komische A. Hier drauf. Ich brauche etwas. Was brauchst denn du? Ich brauche etwas. Junge! Mach mich fertig. Aleko. Hier waren wir ja gerade drinne. Nix.
Nein, hier ist nichts. Warum zum Teufel soll ich den Ofen löschen? Das muss doch eine Bedeutung haben, dass ich den Ofen löschen musste, oder? Schweinisch. Hier steht Alexander. Das muss sein Wohnwagen sein. Hier steht Alexei. Alexei. Das muss der Name des russischen Anarchisten sein, der hier haust. Ich brauche etwas. Ja, was brauchst denn du? Erzähl's mir. Sag es mir. Watson, du hilfst mir gar nicht. Merkst du was? Was brauche ich die Murmeln? Hab ich hier was übersehen bei dem? Hm. Ich habe keine Ahnung. Ehrlich sein, ich habe gerade mal geschillert und laut dem ich brauche etwas sagt er die ganze Zeit, ich brauche etwas. Ah. Ah. Dieses Symbol habe ich schon einmal gesehen auf dem Blatt Papier, das ich in der Truhe der Anarchisten gefunden habe. Genau. Zurück. Oh! Nicht allzu schwierig. Das war wirklich geraten. Oh nein. Nochmal 3 Wagen mit vergifteter Suppe. Ich muss mich beeilen. Hier haben die 3 Anarchisten also ihre Bomben gebaut. Was für eine Unordnung. Nun gut, ich habe keine andere Wahl. Wenn ich verstehen will, wie diese Bomben funktionieren, muss ich selbst eine bauen.
Hier ist der Tisch für den Bau der Sprengsätze. Okay. Hä? Hier war nichts. Abgeschlossen. Toll. Ein Brecheisen. Was? Okay. Ich denke mal, das Brecheisen brauchen wir dafür. Ja. Dynamitstangen. Hier ist der Tisch für den... Da ist etwas. Nee, nochmal. Zurück. Kommt ja bloß hoch. Nicht ganz. Irgendwann kriege ich das schon hin. Dachte sie und macht es trotzdem falsch. Wenn wir von innen anfangen? Ich verstehe das nicht. Ich klapp's immer wieder zu. Mitte? 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 Nein. Nein. Hier ist das Papier gefalten. Erst das. Erst das. Ist die Außenwände? Das hat ja auch nicht hin. Nein. Steht doch alles. Holmes. Nee. Mensch, nicht Holmes. Das ist doch Kacke. Ich bin mir sicher, dass ich als erstes das falten muss. Und dann das. Nee. Ja. Gottes Willen. Ein Plan für russische Bomben auf einem japanischen Origami, um Wahrzeichen Englands in die Luft zu sprengen. Wirklich kosmopolitisch. Hm. So. Das bringt nichts. Okay, brauchen wir noch was? Ah ja. Jetzt können wir hier... Diese Kiste enthält Funkempfänger und Kupferdraht. Das war's. Sind das Dynamit noch? Dynamitstangen. Ja, ja. Das hast du vor uns schon erwähnt. Hier ist nichts weiter. Also gehe ich davon aus, dass wir jetzt hier dran müssen. Das bringt. Wir müssen anfangen. Es fehlt noch ein bisschen was, oder? Erstens das. Genau.
Zweitens das. Drittens das. Viertens das. Ganz offensichtlich ist der Funkempfänger eingeschaltet. Okay. Fünftens ist die Uhr. Sechstens ist der Rad. Siebtens die Flasche. Und das ist... Hoppla, der Schalter funktioniert nicht. Nur die Ruhe, John. Du musst lediglich einen anderen Weg finden, um die Bombe zu entschärfen. Ich sollte mit der Bombe zum Karussell gehen. Na, nimm sie mal mit. Ich nehme die Bombe mit. Oh, sie ist ganz schön schwer. Verwirrt. Stimmt hierhin. Genau. Mit Hilfe dieses Funkortungssystems kann ich vielleicht die Funkverbindung zu meiner Bombe unterbrechen. Finden Sie heraus, wo die Bombe platziert wurde. Oh Gott! Nochmal von vorne. Ich muss etwas falsch gemacht haben. Mach mal gleich Punkte auf dem Monitor. Oh mein Gott! Jetzt verstehe ich. Die Antenne auf dem Karussell steuert alle Bomben, die die russischen Brüder gebaut haben. Okay. Das Steuerpult funktioniert. Ich denke, jetzt können wir die Verbindung zu allen Bomben unterbrechen, die in London platziert wurden, inklusive meiner. Okay. Das Steuerpult funktioniert. Okay. Hier können wir ein Telefon einstecken, um Lestrade anzurufen. Ich muss Holmes Bescheid sagen. Holmes! Ich werfe eine Murmel gegen das Fenster. Vielleicht kann ich so Holmes auf mich aufmerksam machen, sofern er dort ist. Holmes ist hier nicht. Ich versuche es besser bei einem anderen Fenster. Tolle Wurst. Ich werfe eine Murmel. Hat er gerade schon gesagt? Holmes antwortet nicht. Ich warte lieber, bis er das Zimmer mit dem Telefonapparat gefunden hat. Und wir wechseln jetzt zu Holmes. Ist klar. Aber nichtsdestotrotz. Dieses Zimmer ist sauber und aufgeräumt. Im Gegensatz zu dem ganzen Dreck auf dem Jahrmarkt. Darf ich jetzt? Nichtsdestotrotz werde ich jetzt erstmal Feierabend machen. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen restlichen Tag und freue mich auf die nächste Folge von Das Testament des Sherlock Holmes. Bis dahin, ciao!